Ja, jetzt hatte ich mal einen Beitrag gesehen über diese Schilder, Forstbetrieb. So eins hatte ich jetzt auch bei mir im Auto hängen, weil ich ja häufiger auch unterwegs bin, dann in den Waldlagen. Und dann kennzeichnet man halt sein Auto mit dem Schild Forstbetrieb. Jetzt ist es aber so, dass halt sehr viele diese Schilder einfach in ihr Auto hängen. In den Wald oder Waldrand, auf gesperrte Wege fahren, sich da hinstellen und dann spazieren gehen, zum Beispiel. Und legitimieren sich dann halt quasi durch das Schild. Ja, sie sind ja Forstbetrieb, sie können ja dort auch in den Wald fahren, auf gesperrten Wegen und sich dort abstellen. Erstmal ist es ja so, man kann ja da ein solches Schild nur anbringen, wenn man tatsächlich einen Forstbetrieb hat. Und auch wenn ich jetzt einen Forstbetrieb habe, kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mit meinem Auto mit dem Schild nach Bayern und stelle mich da in den Wald und gehe da spazieren und mache da ein Schild Forstbetrieb dran. Ja. Das ist ja, das ist ja in keinem ja, rechtskonformen Kontext an dieses Schild angewendet. Ne? Ja. Mir war es jetzt eigentlich auch zu blöd, immer dieses Schild Forstbetrieb dran zu haben. Weil, wie gesagt, fast jeder zweite Selbstwerber, der hat auch so ein Schild an der Scheibe hängen, obwohl er dazu nicht berechtigt ist. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, das Schild dran zu machen an meine Scheibe, und zwar Waldbauer. Mit dem entsprechenden Symbol, mit der Hand und dem Keimling, durch den Baumkeimling hier gemeint. Und das, denke ich mal, ist ein super Schild, was eigentlich das, was ich mache, also mein Waldbauerbetrieb, ne, am besten darstellt und auch, ja, dann kenntlich macht. Ne. Auch in der Geste, in der Symbolik, auch ja, die wertvolle Funktion, die ja der Waldbauer übernimmt. Es geht ja nicht nur um Holz zu machen, sondern es geht ja auch darum, den Wald zu erhalten mit seiner vielfältigen Funktion. Das wird ja auch dann durch den Waldbauer geleistet. Das fällt ja meistens hinten runter. Na, ich schaffe ja den Wald, der halt in der vielfältigen Funktion besteht. Genau genutzt werden kann, Erholungsfunktion und so weiter für Wasser, Hydrologie und alles das, was der Wald macht, CO2-Bindung und so weiter, Luftverbesserung und so weiter. Das wird ja da auch sichergestellt und da geht es ja in erster Linie um die Pflanzen, den Wald an sich, dass der also besteht, wie man das auch zukünftig haben will, in der Vielfalt auch und in den, ja, klimaresistenten Wald möglichst. Und das, denke ich mal, ist das Schild am besten, was das aus meiner Sicht ausdrückt.